I'm gonna ride, I'm riding free. So come along, let's go along, come on, let's journey with me. Okay, ich habe mich doch entschieden, vor dem Let's Buy noch eine Folge reinzuschieben, einfach weil ich das heute noch machen muss hier. Und ja, heute das Pferd nicht kaufen werde. Ich muss mich etwas vorbereiten, bevor ich mich auf den Weg mache. Eigentlich sollten wir bis morgen warten. Ah, wir können nicht warten, oder? Es gibt Dinge da drinnen im Tal, die ich wirklich haben will. Ich bereite jetzt alles vor und begebe mich mit dem Aufzug dorthin. In der Zwischenzeit kannst du Avalon fragen, ob er etwas Spezielles aus dem Tal haben möchte, okay? Gut, sprich mit Avalon hier im Dorf, dann sehen wir uns unterhalb des Aufzugs. So, und da wir jetzt den Aufzug haben, können wir auch auf Darking bleiben. Ich bin den gerade am Leveln, habe schon einiges an Rennen abgearbeitet jetzt mit ihm. Und ja. Und dabei als Begleitung haben wir gerade Link und Plüschi heißt du von Plüschpower, ne? Oder wie heißt du auf Plüschpower TV nochmal? Tina? Hä? Wie heißt du nochmal auf eurem Kanal? Plüschpower. Okay, oder ja, Plüschpower. Genau. Hallo Ilva. Also, das alte eisige Tal ist wieder offen. Hm, interessant. Sehr interessant. Hermine hat sich gefragt, ob ich etwas von dort brauche. Sehr interessant. Dem ist einem interessant. Ich benötige Eisdisteln. Sie sind früher im Tal des verborgenen Dinosauriers gewachsen und es sollte immer noch dort sollte sie immer noch dort geben. Das ist ein fantastisches Gewächs mit enormen Eigenschaften, wie es sie sonst nirgends auf der Welt gibt. Ein sehr interessantes Gewächs, muss ich sagen. Du findest alles interessant. Mach dich auf den Weg zu Hermine ins Tal und sag ihr, dass ich Eisdisteln haben möchte. Mach ich. Du Jedi, du. Wisst ihr, was mir vorhin aufgefallen ist? Starcoins heißen übersetzt Sterntaler. Mhm. Ja. Auf ins Dino-Tal. Oh, ich reite da voll gerne hin. Hoppla. Move. Wenn ich es dann hinkrieg. Move. Nein, da hab ich es. Dass da nirgendwo steht, wo man die Sterne suchen finden kann. Was suchst du denn? Immer noch die Sterne im Urlaub. Achso. Ernsthaft? Ich muss jetzt vom Dino-Tal ins Wolfhole Inn. Wow. Das ist irgendwie voll die miese Verbindung, weil es da halt einfach keinen Hänger hingibt, außer man ist in Jallaheim. Ich würde mit mich. Toll. Ich würde nach Moorland mich abholen lassen und dann. Hey, bist du nicht auch gerade im Dino-Tal irgendwo? Ja, ich komme gerade mit dem Aufzug runter. Mann, sieht das schick aus. Guten Tag. Bin schon gespannt, wie das bei Nacht aussieht. Oh, hi. Hier scheinen nicht so viele Leute rumzuhängen, oder? Nö. Hier hängt eigentlich fast nie einer rum. Das ist schon ein Wunder, wenn ein anderer hier ist. Eisdisteln, das habe ich mir gedacht. Das ist ein sehr interessantes Gewächs. Dieser Platz hier ist unglaublich, nicht wahr? Kalt. Fast unnatürlich kalt, oder merkst du das? Die enorme Kälte ist natürlich eine Erklärung. Aber Meteorologie und Geschichtslektionen können bis später warten. Nun müssen wir zur Tat schreiten, bevor die Leute hier in Strömen eintreffen und alles niedertrampeln und die wertvollen Sachen plündern. Sammel Eiskristalle. Es soll eine Art blaue Kristall im Tal des verborgenen Dinosauriers geben. Sieh, ob du ihn finden kannst. Sie sind sehr selten und besitzen mystische Kräfte. Sie werden kalter Stein genannt. Ich möchte sie gerne näher untersuchen. Wie gesagt, sie sind sehr interessant. Es kann also eine Zeit dauern, bis du sie findest. Ja, dann nehmen wir aber direkt alle Aufträge auf einmal an. Eisdisteln. Sammel Eisdisteln für mich und Avalon. Sie wachsen wohl hier und dort, aber beeil dich, sie zu pflücken, bevor die Entdeckungsreisenden kommen und diese wertvollen Gewächse niedertrampeln. Nachdem sollte ich als auch Avalon an den Disteln interessiert sein, brauchen wir einen großen Bund. Pflücke ein Dutzend. Ja, okay. Sieh nach, wohin der Weg uns führt. Komm dann zurück und berichte, wie es am Ende des Weges aussieht.
Gut, dann sammeln wir jetzt mal alles, was glitzert, ein. Finde ich gut, ja. Ich sehe Das dich. glitzert und das glitzert. Beeil dich lieber, ich bringe gerade andere Leute hier rein. Und das glitzert. Die müssen ja auch alle erstmal dieses Rennen machen, bei dem ich so abgelost habe. Das glitzert. Nee, der Kai macht hier einen Laden bei mir auch. Habe ich schon Münde. Ich habe hier ein Pferd gefunden. Gehört das irgendwem? Lol. Ist ein Lusitano. Doch. Nein. Also entweder ist das ein Wildpferd oder da hat jemand sein Pferd einfach stehen lassen. Wie ist der drauf? Ha? Oh Gott. Ich muss runterkommen, ohne den Aufzug zu benutzen, weil der Typ hier Angst hat vor Aufzug. Yeah. Ja, also der Weg sieht so aus, dass da Geröll ist und ein großes, fettes, rotes Minus. Mach ihn frei. Los, Dustable, mach den Weg frei. Hast du den Weg da schon frei? Dauert das lang? Ich hänge da die ganze Zeit auf. Der Weg hier im Tal des verborgenen Dinosauriers. Wie lange dauert das denn, bis man den frei hat? Du solltest ihn gleich fragen. Okay. Yay, ich bin heute Mann. Oh mein Gott, der ist hübsch. Oh, ich bin gleich wieder da im Dino-Teil. Ich muss jetzt wohl voll in. Ja, viel Spaß. Oh. Scheinbar irgendwo da hinten etwas vergessen. Ich sehe eine Und Melina. ach, ganz da hinten. Weil Melina ist gerade an mir vorbeigeritten. Hä? Oh, ich hab dich nicht gesehen. Oh mein Gott, Das diese kleine Kristalle. braune schwarze Pony. Ich habe einen Mit der Stern weißen. gefunden. Ich habe einen Stern gefunden. Cool. Stern, Stern, Stern. Du hast einen Stern gefunden. Pferd, Pferd, so funktioniert das nicht. Doch, es funktioniert so. Cool. Wo steht das nochmal? Wie viele Sterne man wo hat? Unten rechts, da bei dem Hufeisen, kannst du auf den Stern Über dem drücken. Handy. Ach, hier. Ah, Dinge, da kommen wir gar nicht lang. Man kann über das Hufeisen nachgucken, wer der Beste des Tages ist in verschiedenen Rennen. Kann man? Das wusste ich nicht. Ich reite jedes Mal zum Ponyrennen, um zu gucken, ob ich noch Erster bin. Aber könnte ich das hier nachgucken? Wo steht denn das? Wenn man auf den Stern drückt. Stern? Wie geil! Oh, ah, okay. Oh. Okay. Okay, ja, gut zu wissen. Ich will diese Eiskristalle selber behalten und in meinem Stall aufhängen, weil die schön sind. Findest du später noch. Boah, man sieht ja hier gar nichts. So, Nee, danke, ist voll Ilva. dunkel. Prachtvolle Exemplare. Ja. Sie sind vielleicht dennoch nicht so selten. Gut. Hörst du? Sie suchen etwas. Sie sind mit einer enormen Energie geladen. Eine spannende Angelegenheit. Ihr findet alles spannend. Danke, das sind sehr schöne Exemplare. Cool. Aha, der Weg führt also nicht weiter. Blockiert von Schnee und Eis. Wir werden nicht darauf warten, dass das Eis, das den Weg blockiert, schmilzt. Hier schmilzt gar nichts. Lass uns dem Frühling etwas auf die Sprünge helfen. Auf eine explosive Art und Weise. Such noch ein paar kleine kalte Steine. Oh, dann werden wir sie verwenden, um den Weg frei zu sprengen. Hole drei kleine kalte Steine für mich und dann treffen wir uns am Ende des Weges da hinten. Wir Ja. sprengen. Oh, Okay. das ist lustig. Yay, ich hoffe, ich spreng mich nicht wieder mit meinem Pferd in die Luft. Es nicht.
Das wäre uncool. Ja. Und du sagst, ich wäre grausam zu meinen Pferden. Das sind Versehen, okay. Ich springe mich ganz bestimmt nicht mit Absicht in die Luft. Oh, hoppala, habe ich mich dreimal aus Versehen in die Luft gejagt. Mann, ich. Lass mich doch in Ruhe. Die haben wir. Sieh her, drei kleine kalte Steine, das sollte reichen. Nimm diese kleinen Haufen aus kaltem Stein und platziere sie neben der Eisblockade hier. Dann gehen wir in Deckung und suchen Schutz bei diesem Baumstamm, bevor wir den kalten Stein entzünden. Du kannst die Ehre haben, das zu tun, wenn du willst. Nimm diesen Runenstab hier, wenn du in Deckung gegangen bist, um Schutz zu suchen. Verwende den Runenstab und fokussiere deine magischen Kräfte auf den Haufen aus kalten Steinen zu entzünden. Dann, wenn meine Berechnungen stimmen, macht es Peng und der Weg sollte frei sein. Ah, alles klar. Ich stelle mein Pferd schon mal etwas weiter weg ab. Hier. Ich hab gleich einen Drehbuch. Ich hab gleich einen Drehbuch. Und in die Hier, anderen und wir sind Welt. wieder in Hogwarts und lernen mit einem Zauberstab zu zaubern. Avada Das sage ich dem Ministerium. Kedavra! Kannst du nicht Kapum! sagen. Wir haben Steine. Ich habe Eisblocken geavada Wir haben Eisbock. Haha, das hat ordentlich gekracht hier. Ich hoffe, der Lärm hat keine Lawine ausgelöst. Nun ist der Weg frei für dich. Nun kannst du in das Tal des verborgenen Dinosauriers erkunden. Ich kehre nach Wälder zurück und sehe mir die Fundstücke an, die du für uns gesammelt hast. Viel Erfolg. Du hast sicher wieder einen Grund, mich zu besuchen, und dann darfst du mir von deinen Entdeckungen im Tal des verborgenen Dinosauriers erzählen. Zeig mir mein Kleid. Zeig mir mein Kleid. Ist das wintertauglich? Och ja, Wintertrenchcoat. Ist jetzt nicht so der sexyste, aber. Lang, mein Pony hat gleich einen Drehwurm. Dann hör auf, dich im Kreis zu drehen. Nein. Irgendwie muss ich ja auf euch warten. Doof rumstehen ist auch doof. Ja, gut. Dann bewege ich mein Pony doch lieber, bis es Muskelschmerzen hat. Wo du auf jeden Fall schon mal nach einem Stern suchen kannst, ist, wenn du. Du kennst doch Lorettas Rennen, oder? Hier ist Ja, da was. bin ich ja gerade. Wenn du Lorettas Rennen reitest, beziehungsweise hinter dem Pole Bending, an den Steinen hinten, also an dieser Steinfront, die da hochgeht, da irgendwo ist auch ein Stein im Gebüsch. Ein Stern. Ein Stein. Ich hab's noch, euer. Hinter Wir diesem nehmen uns auf. Roundpending oder was? Ja, nicht ganz dahinter, sondern wenn du davor stehst, rechts ist ja das Pole Bending davon. Und wenn du dann noch weiter nach rechts gehst, dann kommst du an diese Felsfront, wo es hochgeht. Ja, lass uns einfach mal in den Büschen suchen. Da in den Gebüschen. Da ist irgendwo ein Stern. Also bevor du zu verlassen, fahr hoch, rein, da in Genau. den Gebüschen da. Genau. Okay. Ich habe eins Mensch gefunden. Hallo, eins Mensch. Und eins anderes Reiters. Ich gucke mich jetzt hier erst noch weiter um. Wie lange musst du jetzt noch warten, Mensch? Jo, jo. Nicht so viel um, weil für diesen Menschen musst du Quests machen, wo du dich sehr, sehr viel umsiehst. Ah, okay. Nix Stone Ground. Ach, dich kennen wir doch. Du hast da einen schwebenden Kühlschrank neben dir. Was zum Teufel? Das Hallo, habe ich hallo. mich auch schon gefragt, ja. Ich bin es, Nick. Ein lebender Mensch. Ist es wirklich wahr? Dich gibt es hier wirklich? Ich habe seit Ewigkeiten keine Menschenseele mehr gesehen. Haha, jemand zum Reden, endlich. Hier war doch gerade noch jemand. Und du bist auch nicht irgendjemand. Brr, du hast mir doch geholfen, mit meinem Heißluftballon von den Everwin-Feldern zu starten, nicht wahr? Korrekt.
Eva, genau so heißt du. Ja, und wen haben wir da? The Dark King. Aha, ich kann mich nicht mehr richtig an dieses Pferd erinnern, aber was spielt, aber das spielt keine Rolle. Du bist hier und das ist das Moin. Wichtigste. Warum ich stottere, es ist so kalt. Stoneground-Expedition. AAE. Ah, okay. Das Hauptziel meiner Ballon-Expedition war, nach einem heimlichen Platz zu suchen, nachdem ich schon mein ganzes Leben gesucht habe. Und ich habe tatsächlich Hinweise, dass dieser Platz im oder in Anschluss an Hallo, das Tal des verborgenen Dinosauriers liegt. Die Ballonfahrt hat jedoch im Chaos geendet. Ich bin über die nördliche Bergpartie geflogen und habe mich darauf eingerichtet, das Tal des verborgenen Dinosauriers aus Südwesten anzufliegen. Aber die Winde haben mich abgetrieben und der dicke weiße Nebel hat es mir unmöglich gemacht, etwas zu sehen. Ich glaube dennoch, dass ich durch die Wolkendecke einen Blick Richtung Boden auf etwas, das ein warmer und magischer Platz sein könnte, erhaschen konnte. Ich spürte die Wärme in wo meinem steigt Herz und habe versucht, den Wasserstrom durch? Heißluftballon dorthin zu steuern. Meine plötzlichen Manöver und die kalte, harten Winde ließen mich jedoch schnell und unkontrolliert auf den Boden stürzen. In der P Panik habe ich meine Sandsäcke und meine Ausrüstung abgeworfen, aber nichts hat geholfen. Der Ballon stürzte hoffnungslos in den Schnee und alles wurde weiß. Brrr. Als ich wieder zu Bewusstsein gekommen bin, habe ich mich einsam und verlassen an diesem unbekannten Ort im Tal des verborgenen Dinosauriers wiedergefunden. Verloren. Ich konnte den Platz, an dem ich abgestürzt bin, nicht verlassen, da es so viel gefährlich ist, sich ohne Ausrüstung auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Du kannst dir vorstellen, wie müde, hungrig, verfroren und erschöpft ich bin. Da steht aber ein, da müsste ein Wie hin, nicht die. Star Stable. Um den Heißluftballon zum Steigen zu bringen, versuche ich, wie gesagt, eine Menge schwerer Ausrüstung abzuwerfen. Die liegen nun hier in der Gegend verstreut, vermutlich vom Schnee bedeckt, der hier unaufhörlich fällt. Kannst du und dein starkes Pferd mir helfen, meine Ausrüstung zu finden und sie mir hierher bringen? Ich schaffe nicht, alles zu tragen. Und außerdem bin ich zu verfroren, um mich zu bewegen. Brr. Und darüber hinaus noch die Sandsäcke. Ich habe auch eine Menge Sandsäcke abgeworfen, die ich als Ballast hatte, als ich den Ballon zum Steigen bringen wollte. Es ist gut, sie zu haben. Such diese bitte auch für mich. Sei so gut. Brr. Okay. Ach, das geht ja alles von der Entfernung her. Zack. 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 Ich freue mich schon, wenn ich mich im Tal des verborgenen Dinosauriers irgendwann auskenne. Bisher ist das alles so vollkommen unbekannt. So. Da ist das letzte Stück, sondern haben wir schon alles. So. Danke. Sieh mal, Herr, meine geliebten alten Abenteuerausrüstung ist wieder da. Danke. Unter meinen Abenteuerausrüstungen, die du wiedergefunden hast, befindet sich unter anderem meine Abenteuerzelt, das ich auf all meinen Expeditionen und Abenteuern dabei habe. Sei so gut und stell es auf. Dann haben wir einen sicheren Platz, wo wir Schutz finden. Bis jetzt habe ich hier auf den Tannenzweigen geschlafen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es sehr, sehr kalt war. Ich friere viel zu viel, um das Zelt selbst zu errichten. Kannst du mir helfen? Es ist ein ziemlich komplexes Zelt. Aber ich bin sicher, du schaffst das. Okay. Das wird jetzt bestimmt ganz schwer. Ah, ist das anstrengend. Oh, ob ich das schaffe. Eigentlich richtig schön an, ja. Puh, gerade so geschafft. Lass mal ein Feuerchen anmachen. So, ja, das Zelt ist errichtet. Nun kann man nachts wenigstens wieder die Augen, ein Auge zu machen. Sie echt bleiben? Es ist so kalt, grau und dunkel hier. Kannst du mir helfen, eine Schneelaterne zu bauen, um die Kerzen, die ich habe, vor dem Ausblasen zu schützen? Baue sie hier vor mir, dann kann ich die Hände wärmen und bekomme das Licht in meinen. Etwas Licht in meinen grauen Alltag. Meine Hände zittern so viel, als dass ich sie selbst bauen könnte. Brr. Boah, bist du eine Memme? Oh Hängt da mein Gott. jetzt ein Wochen fest? Schneeball?
Weiter. Okay. Ich habe mich gerade mega erschrocken, als hier einfach irgend so ein anderer Spieler vor mir gespawnt ist. Oh mein Gott, es spawnt. Ja, einfach so aufgetaucht. Hat vielleicht den Ballon? Es spawnt. Weil das kann sein. Wie viele Schneebälle brauche ich denn? Viele. Muss man hier gerade ein bisschen umräumen. Ah, klasse, das geht natürlich wieder nicht. Jetzt sind hier schon zwei andere Spieler. Die Tatjana und die Kara. Noch auf dem Weg. Oh. Ach krass, man kann jetzt hier in dem Zelt schlafen. Lol. Hauptsache erstmal Übernachtungsmöglichkeit haben. Und dieses Zelt kostet 75 Starcoin. Verzichte dankend. Hi, ihr alle. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Hallo? Das sieht lustig aus, wie du immer aufstehst und dich wieder bückst. Ich habe eine Lampe gebaut, ja. Hier ist zwar jetzt nichts, aber egal. Schau, wie schön. Das wird die Kerzen vor dem Ausblasen schützen. Nun muss sie nur noch angezündet werden. Oh. Kannst du mal. Ja, bei mir ist da so ein Hochchen. Nimm nur mein Feuerzeug hier und zünde die Kerzen an, die in der Schneelaterne steht. Dann bekomme ich etwas Wärme und höre endlich zu zittern auf. Von einer Kerze? Ah ja, doch. Mhm. Häufskin ist hier. Lol. Okay, clever. Aber der Schnee wird schmelzen, das macht keinen Sinn. Egal. Danke, Ilva. Ich kann bereits fühlen, wie sich die Wärme in meinem Körper ausbreitet und meine Knochen warm werden. Das schlimmste Frostschütteln hat aufgehört. Nein, Brr, ich glaube, wir müssen größer denken als nur eine Schneelaterne. Ein ordentliches Lagerfeuer ist das, was wir brauchen. Kannst du etwas Brennholz hier im Wald sammeln? In der Zwischenzeit werde ich einen Lagerfeuerplatz vorbereiten, indem ich Steine in einem Kreis auflege und das Feuer sich in den Wind verbreitet. Feuer sich nicht im Wind verbreitet. Da liegen schon Steine, ja? Du bist voll faul. So, hier und irgendwo. Keine Ahnung. Ich bin zu Fuß einfach schneller als auf dem Pferd. Hä? Das bist gar nicht du, das ist Riley. So, 4 von 5. Und da ist der letzte. Und dann hoffentlich haben wir hier ein bisschen mehr Licht im Tal. Ich finde das mit dem Atem cool. Gutes Brennholz, gefroren, aber es wird schon gehen, es anzuzünden. Sieh mal, welch schönes Lagerfeuer ich für uns vorbereitet habe. Brr, brr. So. Brr, meine Finger sind immer noch so durchgefroren, dass ich das Feuerzeug nicht verwenden kann. Sei so gut und entzünde das Lagerfeuer. Ajoa. Gesundheit. Oh, ich stehe im Feuer. Auch nicht gut. Herrliches Lagerfeuer. Nun bereitet sich hier eine richtige Wärme aus. Nichts, das ist so gemütlich wie der Schein eines Lagerfeuers. Aber du, etwas, das genauso wichtig wie Wärme ist, ist Essen. Ich bin sehr hungrig und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Eine Vorrichtung über dem Lagerfeuer zu bauen, auf der ich den Eisenkessel aufhängen kann. Ist das hier der Eisenkessel? Sein schwebender Kühlschrank. Kannst du nachsehen, ob du drei Stöcke findest, ein Gerüst für den über dem Feuer bauen und dann einen Abenteuerkochtopf hier aufhängen? Ich würde jetzt nicht unbedingt Stöcke aus Holz über dem Lagerfeuer aufhängen, aber ich kann mal gucken. Super, ich renne natürlich erstmal voll in die falsche Richtung. Langweilig hier. Oh, Pony braucht Hufe. Pony braucht Hufe! Los, wir müssen dich mal rufen. Huf, huf. Huf, huf. Achso, ja gut, wenn man die so aufstellt, geht das. Und die wird gehuft, huf. So, hier, da kannst du was kochen.
Nun kann ich Howdy. auch kochen. Danke für die Hilfe. Nach Wärme, Ruhe und Essen ist es wichtig, dass man hier auch bequem sitzt. Vielleicht kannst du mir dabei helfen, ein paar ordentliche Bänke hier rund ums Lagerfeuer zu bauen. Hier, schau, ich habe ein paar perfekte Bretter dafür. Platziere sie auf den Holzstücken, die ich bereits hier am Lagerfeuer aufgestellt habe. Dann werden wir ein paar ganz feine Bänke haben. Ich habe diese Bänke schon seit langem geplant, bin aber noch nicht so weit gekommen. Ich habe Glück, dass du hier bist und mir hilfst. Ja. Wird hier vom Grill nicht mehr stören? Das ist nur Lorensäcke. Aha. Kommt die bei Svenja ins Zimmer? Dann wir das mal reinstellen. Vielleicht fliegt die Motte ja rein. Damit da keine Fliegen mehr reinkommen. Die kommen eigentlich auch noch raus. Bänke fertig, sehr schön. Nun kann man bequem auf den Bänken sitzen, ins Lagerfeuer schauen und grübeln. Gemütlich. Endlich kann ich wieder klar denken. Ich muss AAE kontaktieren und erzählen, was passiert ist. Ich arbeite schließlich für sie und habe nichts mehr von. Sie haben nichts mehr von mir gehört, seit ich mit dem Heißluftballon verschwunden bin. Sie müssen glauben, dass ich für immer verschwunden bin. Ich muss einen Brief schreiben. Meine Finger sind immer noch zu kalt. Darf ich dich also um Hilfe bitten, einen Bericht an sie zu verfassen? Hier auf der Bank gibt es eine gute, ebenso ebene Unterlage zum Briefe schreiben. Ja, ich mache ja. Schreib. Danke, gut formuliert. Da geben wir nun auf. Es gibt keinen Briefkasten hier in der Wildnis. Ich muss wohl einen Antrag an das Postamt schicken, dass sie hier einen Briefkasten aufstellen. Kannst du mir auch helfen, diesen Brief zu schreiben? Einen Antrag, alles klar. Einen Briefkasten im Tal des verborgenen Dinosauriers, bitte. Danke nochmals für deine Schreibhilfe. Sei so gut und bringe diese beiden Briefe mit in mehr zivilisierte Gebiete und such nach einem Postamt. Ah, du kennst einen Derek in Silverglade, der bei der Post arbeitet? Perfekt. Bring diese beiden Briefe zu ihm. Vielen Dank im Voraus, Ilva. Okay, ich würde sagen, wir sind hier fertig und sehen uns dann gleich bei Derek wieder. Ja, aber um die Quest von Lance, oder wie der heißt, kümmern wir uns ein andern Mal. Hallo, Ilva. Du und von Doug. Ja. Du hast die von Lance schon. Ja, der sitzt echt auf dem jetzt? Fass, ja. Oh mein Gott, das ist der erste Schritt nach Golden Hills. Dann machen wir das aber heute noch nicht. Hallo Ilva, du und Ducking, sieht verfroren aus. Zwei Briefe, einer für AAE und den gebe ich auf. Und einer ist hier für uns auf dem Postamt. Spannend. So, du bist auf dem auf Abenteuerreise im Tal des... Du bist nur mit Nix Downground befreundet, dann ruf. Okay. Du bist nur also auf Abenteuerreise im Tal des verborgenen Dinosauriers. Cool. Nix Downground wünscht einen Briefkasten für sein Lager dort zu haben. Man muss ein hohes Rufniveau bei uns haben, um einen Briefkasten zu bekommen. Aber Nick ist natürlich eine Legende und daher finden wir schon eine Lösung für ihn. Die Chefs des Posthauptquartiers wollen, dass wir die Briefkästen ab sofort in eingehende und ausgehende Post aufteilen. Keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen. Wirkt etwas umständlich. Wie auch immer. Es bedeutet, dass du zwei Briefkästen im Lager aufstellen musst. Verstanden? Okay. Cool. Der Weg des Postamt, die Wege des Post, der Post sind unergründlich. Sekunden. Ja, okay. Machen wir das noch eben. Nein, das machen wir nicht jetzt. Sonst wird die Folge zu lang. Ich muss noch woanders hin. Der Stern befindet sich in so einer Röhre. In Schrott. In einer Felslücke. Und ich habe ihn nur gefunden, weil hier auch der andere Stern war, den ich gerade finden musste. Und ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Super Sache. Weh, ich muss mich jetzt abholen lassen. Da habe ich jetzt so gar keine Lust drauf. Ja, eine gute Ortsbeschreibung. Ja, warte. Ja, das Problem ist, es ist halt echt mitten in der Walachei. Komm schon. Sehr gut. Wo bist denn du gerade? In der Seilbahn. Dann komm mal Richtung, gerade straight Richtung Schloss, aber ein bisschen rechts von dem Weg. Ach, Pony. Ja, meinst du zwischen den zwei Bergen? Ja. Genau, zwischen die zwei Berge. Genau, hier bin ich. Siehst du mich? Ja, den habe ich doch schon längst, oder? Wenn das der ist. Hier zwischen, da in dem Gestrüpp, ne? Ja, da in der Röhre. Ja, den habe ich schon längst. Ja, danke fürs Bescheid sagen. Ich habe es dir gesagt, ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass ich einen Stern gefunden habe und du hast ganz oft nichts gesagt. Also dachte ich, du willst nicht wissen, wo der ist. Ja, wenn ich nichts sage, dann habe ich wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass du mit mir redest.
Egal, jetzt habe ich ihn. Ich bin happy. Also, ein neues Rennen freigeschaltet durch gewonnenen Ruf. Yeah. Wollen wir doch mal sehen. Ist das nicht mit einer Quest verbunden? Also, Ilva, weißt du was? Die Waren für meinen eigenen Laden sind angekommen. Jetzt bleibt nur die Frage, wer dort arbeiten wird. Ich habe sehr viele Bewerbungen erhalten, aber ich habe schon 3 Kandidaten ausgewählt. Ich kann mich nicht zwischen ihnen entscheiden. Sie sehen alle sehr vielversprechend aus. Kannst du zu ihnen reiten und mir dann sagen, wen du am nettesten findest? Wer denn? Kannst du? Gut, dass ich dich kenne. Hör nun zu. Der erste Kandidat für den Job ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, er hat seine Bewerbung mit #357 unterschrieben. Sieht trotzdem gut aus und du kannst ihn in Moorland bei Dark Core Anlegeplatz finden. Reite hin und mach ein kleines Interview mit ihm. Kandidat Nummer 2 sieht sehr vielversprechend aus. Ist ein junges Mädchen, aber sie wirkt sehr reif für ihren Brief. Auf dem Foto sieht sie nicht älter als 16 aus, aber das heißt ja nicht, dass sie keine Verantwortung übernehmen kann, oder? Ihr Name ist Julie, sie wohnt in Feargroove. Reite zu ihr, um sie zu interviewen. Der letzte Kandidat, den ich gefunden habe, heißt Bella und sie wohnt im Weingarten. Sie hat dort seit langem in einem der Läden gearbeitet und jetzt glaubt sie, dass sie bereit ist, einen Laden zu leiten. Hört sich gut an, oder? Reite zum Weingarten und sprich mit Bella, um herauszufinden, ob sie die Richtige für den Laden ist. Ja, wir treffen uns da gleich einfach wieder bei diesen jeweiligen Orten. Also sonst höre ich euch nämlich nicht mehr. Ja. Julie? Ja, das bin ich. Jung? Ja, das Foto von den Bewerbungen war vielleicht etwas alt. Ich wäre perfekt, um den Laden des Observatoriums zu leiten. Ich bin organisiert, reif und bin gut im Klettern, falls die Gondel mal ausfällt. Was ich vorher gemacht habe, ich war Bergsteiger. Ich war die erste Person, die jemals den... Ich höre mich gerade irgendwie doppelt. Ich höre mich gerade... Bei einem von euch. Ich habe nichts verändert. Die jemals den Gano-Vulkan erklungen hat. Erklungen? Nicht erklungen? Das war 1984. Bergsteigerin und einen Laden leiten haben nichts miteinander zu tun. Also hör mal, es ist ja fast genau das Gleiche. Bei beiden Sachen muss man immer gut vorbereitet sein und darf nie den Berg aus den Augen verlieren. Oder den Kunden eben. Reite zu Mario und erzähl ihm, dass ich das ganz toll machen würde. Überlege ich mir noch. So, wir kommen an... Du wolltest in Velda das Rennen machen, damit du da die volle Beliebtheit kriegst. Ah ja. So. Was schaust du denn an? Den Laden des Observatoriums leiten. Ich bin am geeignetsten dafür. Gut mit Kunden, verstehst du? Warum ich gut für den Job bin? Was? Vertraust du mir nicht? Glaubst du, ich lüge? Okay, du scheinst doch ganz nett. Ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast. Okay, ich bin geeignet für den Job, weil ich Sterne mag. Und wenn jemand etwas stehlen will, dann schmeiße ich ihn von der Klippe. Mario muss also keine Angst vor Dieben haben, kapiert? Ich mag wirklich total Sterne und Planeten und so. Ich bin also wie gemacht für den Job. Du willst unbedingt von Dark Core, wer kann das sein? Was? Sprich lauter, ich höre dich nicht. Einen Nagel für den Bohrturm finden? Bist du verrückt? Wovon redest du? Den Laden des Observatoriums leiten. Aha, warum sagst du das nicht gleich? Ich bin perfekt dafür. Ich habe ewig in einem Laden gearbeitet. Glaubst du mir nicht? Aha, warum ich gekündigt habe? Der Chef sagt, ich würde die Kunden anschreien und das sei schlecht fürs Geschäft. Ich kann ja nichts dafür, dass ich eine laute Stimme habe. Es ist gut, eine solche Stimme zu haben, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Ich kann Werbung machen, indem ich von den Berggipfeln herunterrufe. Mario muss keinen Pfennig für Werbung ausgeben. Okay, und wieder auf zu Mario. Leuchtturm im Gebüsch ist eine. Nein, da habe ich noch nicht. Also, wie war Julie? Hast du mit #357 gesprochen? Wie ist sie so, sie? Ah, du hast Bella im Weingarten getroffen. Wie war sie? Oh, Ilva, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Sie sehen alle so gut aus. Okay. Oh, Ilva, wen soll ich nehmen? Ich weiß es nicht. Entscheide du, wer soll meinen Laden leiten? Ich würde Julie sagen, weil Bella ist taub. Und er ist von Dark Core, also ich bin für Julie. Scheint richtig zu sein. Super, dann werde ich den Gewinner mal eine Nachricht schreiben. Okay. Dann sind wir hier fertig und haben bald unser Café hier oben eröffnet. Da freue ich mich drauf. Voll cool. Dann können wir vielleicht bei Trailrit noch hier mal einen Stopp machen. Naja gut, Sina müsste das dann vielleicht auch dafür haben, aber... Ansonsten...
Voll schön, die Aussicht. Genau. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die wird dann aber definitiv der neue Pferdekauf sein. Und ja, bis dahin. Tschüss.